Marc Eggers, der Hausmeister der Playa. Wie wichtig ist euch Frauen die Größe bei uns Männern? Die Pornodarstellerin. Ja, Mann. Ich sag jetzt nicht meinen Namen, aber wer mich kennt, der kennt mich. Nee, Piss. Oh, shit. Sollte schon größer sein als ich. Ja, da, tiefer. Ja, oh. No, ja, da, ja, ja, oh. Ey, willst du mit mir Foto machen? Ich so, ja, Pornhub. Mach, darf ich das? Das mag ich auch gern. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Marc Eggers und wie man sehen kann, ich bin wieder hier in meiner Heimat. Hi. Na, wer bist du denn? Ich bin die Victoria. Hallo Victoria. Wie wichtig ist Frauen die Größe von Männern? Größe von Männern? Ja, wie wichtig ist dir die Größe? Du bist ja auch nicht ganz klein, ne? Ich weiß. Ja. Schon wichtig. Ja? Ja, schon. Wenn er kleiner ist, keine Chance? Das ist schwierig. Das ist halt, da fühlt man sich immer so männlich. Wäre ich okay von der Größe? Ja, voll. Wir meinten gerade, dass ich dich kenne von der Statur her und so vom Gesicht. Von der Statur. Den kenne ich, habe trainiert. Hier, willst du mal anfassen? Fass mal. Super. Hä? Victoria? Ich bin's. Nein. Ja, der trainierte Marc. Nee, man kennt ihn. Fallen, sonst immer ja. McFit, heute an der Playa wieder unterwegs. Schön. Bist du Model, Alina? Oh. Ja, ich bin wieder an der Playa de Palma, El Arenal, hinter mir die Schinkenstraße. Und ich werde heute die Frauen fragen, wie wichtig ist euch denn die Größe bei Männern? Auf geht's, let's go. Warum seid ihr so gut drauf oder habt ihr gut getankt? Ihr seid doch, was ist los? Wie wichtig ist euch die Größe bei Männern? Körpergröße. Er sollte sicher ein Kopf größer sein wie ich. Der untere Willi soll ein Kopf größer sein. Ah, nein, du hast gesagt, die Größe. Sie hat gesagt, ich habe nur gefragt. Aha, Körpergröße, ja. Eben, er sollte... Ein Kopf größer als du? Ja. Danke. Habe ich noch irgendwas im Gesicht? Nee, alles in Ordnung? Gut, danke, kann ja was sein. Ihr seid aus der Schweiz, ne? Ja. Hört man das? Das hört man nicht. Ich habe wirklich eine große Vorliebe für Schweizerin. Oh, darf ich das mal umhängen? Ja, klar. Oh, das wollte ich schon immer mal machen. Warte, häng mir mal um. Häng mir mal um hier. Oh, endlich trage ich auch mal so eine Scheiße. Wie wichtig ist euch die Größe bei Männern? Nicht so wichtig. Kommt auf die Technik an. Auf die Technik? Ja. Ich meinte eigentlich die Körpergröße. So 1,90 muss er schon sein, ne? Unten. 1,90. Unten, nein, Größe. Größe. Nur die Größe. Körpergröße 1,90. Ja, ja. Gut. Bei dir? Also 1,80. Du hast auch gut geschwitzt am Hals, ne? Verhandeln. Was hast du bezahlt? 4 Euro. Was kostet der sonst? 2 Euro. Mein Bruder und ich, wir sind hier mit. Heute unser Vater kam einfach. Heute, wir gehen schwimmen im Pool auf unser Vater da. Einfach so? Ja, wir wollen mal gucken, was er so macht. Nein, der ist euch hinterhergeflogen. Ja. Der hat Bock. Er hat selber Lust zu holen, ne? So, pass auf. Letzten Tage werden wir in den Umfragen geguckt. Ja, echt jetzt? Ja, wie bei Frauen angesprochen worden. Kapukla, die eine. Oh, der nicht kommt. Junge, ich höre, lass mich in Ruhe. Ich spring durch die Scheibe hier. Was hast du? Oha. Ja. Da ist aber auch, der Seegang ist da, sagst du, ne? Das kenne ich eigentlich immer nur so um 4 Uhr morgens, bei dir schon um 20.30 Uhr soweit. Ja, leider ja. Was hast du dir gegönnt heute alles? Wodka Lemon, Ingwer-Tee, Zwerge. Ingwer-Tee? Vom Ingwer-Tee bist du so voll? Zwerge. Da sind wir passend beim Thema. Wie wichtig ist dir die Größe bei Männern? Es kommt immer darauf an. Auf was? Ja, von hinten, von vorne oder was meinst du? Links, rechts, schmeiß weg die Banane? Nein. Sondern? Er muss so sein wie du. Ich weiß, dass du einen geilen Po hast. Woher das denn? Hatten wir schon mal was Scheiße? Nein, hatten wir noch nicht. Leider. Ich versuche uns gerade einen Dreier zu klären, Nicole. Jetzt stell dich nicht so an. Was geht? Du bist YouTuber. Ich kenne dich. Ja, genau. Was geht? Hier stabile Uhr oder was? Ja, die ist vom Helmut aber, Digga, das sehe ich. Das sage ich auf jeden Fall nicht. Ja. Ich frage heute die Frauen, wie wichtig ist euch die Größe bei Männern? Ja. Du bist das Paradebeispiel, wir reden leider von unten, Digga. Ich spring durch die Scheibe hier. Sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig? Ja, sehr wichtig. Das heißt, kleiner Mann kommt nicht nach Hause? Bei mir nicht, nee. Ihr seid aber auch richtig radikal drauf. Warte, er, was ist, wer seine Größe? Wäre zu klein. Er wird aber auch gefrontet. Ich spring durch die Scheibe. Er sieht doch smart aus, guck ihn dir doch mal an. Gut sieht er aus. Gut sieht er da aus, du kannst doch nicht immer nach der Größe gehen. Doch, die Leute gehen immer nach der Größe, glaub mir. Das heißt also, die Leute? Ja, ja, bist du? Die Leute, ja. Das sind, you have so beautiful eyes. Uiuiui. Please look in my camera, it's for a YouTube video. Oh, what's... No. Ich hab schon ein paar Bier drin, aber das erkenne ich ja auch. How important is the size of a guy? It doesn't matter. The age or height? Nee. Oh, shit. Depending on the guy. Depending on the performance. Exactly, the performance. The performance? Yeah. What is the right performance? Doggy style or? No. The best performance for a small... No. No experience. First experience tonight with me. Man kennt ihn. I'm honest with you. I'm look tall, but downstairs is not tall. You always remember the German guy, the tall German guy with a small... Thema kleiner... Da haben wir doch Betonmisch. Großer Bizeps, aber klein...
Ne? Endlich fühle ich mich mal breit neben jemandem. Ja, ich wollte gerade sagen, der Malappenmeier ist wieder in Mallorca unterwegs. Oh, da war small now. Digga, Bizeps, ich ganz kurz gucken. Ja, deswegen ist blöd, du hast ja meine Schwester schon mit ins Video genommen. Deine Schwester? Ja. Das war deine Schwester. Deine Schwester. Ich würde das Video jetzt einfach mal beenden. Wirklich? Ja. Warte mal, bist du die Schwester? Nein. Nee, pass auf, ich habe eine Freundin und die liebt dich voll. Er ist vergeben, ich bin Single. Kann sie mich auch lieben? Ja, sie ist 56, wenn du sie willst. Was ist denn? Ja, viel Spaß bei deinen Fans. Meine Fans, guckt es euch an. Du, Micha, ich lasse dich mal mit der 56-Jährigen alleine. Ich habe gerade was geklärt. Hallo, darf ich dich was fragen? Klar, gerne. YouTube-Video, wer ist dran? Kein Problem. So, hallo, wer ist da? Hallo? Oh, ist das dein Freund? Nein, nein, nein. Ein guter Kollege. Auf jeden Fall ein guter Kollege. Ja, hallo, Baby, was ist los? Jevan, hörst du mich? Okay. Es geht um die Körpergröße bei Männern. Wie wichtig ist sie dir? Es kommt darauf an. Also ungefähr 1,70. Also der muss schon ein bisschen größer sein. Okay. Also bei mir. Warte, wo kommt das? Auf welchem YouTube? YouTube. Sicher. Nur YouTube. Was soll das? Kommt sicher aus, ob ich für Pornhub drehe hier gerade? Ja, Pornhub! Wir machen seriöse Primetime-Unterhaltung für die ARD. Wie wichtig ist euch Frauen die Größe bei uns Männern? Schon sehr wichtig. Das heißt Ausschlusskriterium, wenn er klein ist? Ja, dann ist raus. Ja. Ist raus? Ja. Dann bin ich drinne für heute Abend. Ich bin 1,92. Ja, ich bin ja eh klein, also davon. Das passt, her. Ne? Kann ich dich gut hochheben? Ja. Ab wann ist zu klein? Ja, keine Ahnung, es kommt drauf an, wie man sieht dann. Wie man sieht, wenn du weiter von unten guckst, kann er groß aussehen, oder was? Die Technik mache ich auch immer, wenn man die Selfies macht. Jevan, hörst du mich? Sehe ich aus wie jemand, der irgendeinen Trash macht, hier irgendwelche Frauen fragen kann würde? Sein? Kann sein, weiß ich ja nicht. Oder kenne ich dich so gut, dass ich das beurteile? Noch kennen wir uns nicht so gut. Ja, also. Leider, wie heißt du? Diana, und wie heißt du? Diana? Genau. Jetzt hat es mir die Sprache verschlagen, Diana. Warum das denn? Ich weiß es auch nicht. Für einen Moment war ich kurz weggetreten. Ach, wie heißt du denn? Ich heiße Marc. Oh, da hat es mir auch die Sprache verschlagen. Ach, du packst gerne an, ne? Nee, finde ich gut. Ne? Ich mag das gerne. Fass ruhig an. Ich bin gerne sehr offen für sowas. Hier mal am Hals auch ganz. Mach, darf ich das? Das mag ich auch gerne, Diana. Sei froh, dass ich das nicht bei dir mache. Riechst du hier gerade so nach Schweiß? Ich glaube, ich bin's. So, ich bin hier vorne im Negresco Hotel. Okay. Du lässt doch nicht los, ne? Ich spüre das. Auf jeden Fall nicht. So ein Typ wie dich kann man nicht loslassen. Wie wichtig ist euch die Größe bei Männern? Oh. Ich rede von der Körpergröße an. Was denkst so. Du wieder? Ja, da geht's wieder los. Nee, ich habe gesagt, heute ist mal seriös. Jevan, hörst du mich? Ja, also die Größe eines Mannes ist mir sehr wichtig. Erkennt man am Johannes. Das heißt, wenn ein Mann klein ist, hat er keine Chance, oder was? Auch wenn er ein cooler Typ ist, gut gebaut, nein. Smart. Aber das kann doch, ey, Mädels. Das ist richtig frech. Ich habe das auch schon öfters gehört. Ich sehe das ja nicht so. Bei dir ist er nicht raus? Nö. Finde ich gut. Du sagst straight, aber ich bin da schon fast diskriminiert. Man kann ja nichts dafür. Aber es gibt ja auch genug Frauen. Die zum Glück. Wie heißt du? Lena. Daumen nach oben mal für Lena, weil die Lena supportet auch die kleinen Männer. Jevan, hörst du mich? Danke für das. Danke für das. Wo kommst du denn her? Originale aus Serbien. Aus Serbien? Mhm. Das Eisen ist mir zu heiß. Wir gehen weiter. Komm. Wie wichtig ist Frauen, auch den serbischen Frauen, die Größe bei Männern? Sehr wichtig. Nee, ist nicht wichtig. Was ist dir wichtig? Macht nur Spaß. Dass also, er ist so hübsch wie du. Aber wirklich, du hast so eine Attitude, so eine Ausstrahlung. Ich bin nur Krankenschwester. Oh, mir tut was weh. Wo? Am Rücken. Am Rücken? Ja, oh. Da tiefer? Ja, oh. No, ja, da, ja, ja, oh. Sollte schon größer sein als ich. Größer sein als ja, du? Ja, sonst will ich. Ja, bei dir? Finde ich auch. Gibt es irgendwas, wenn man jetzt ein Mann ist? Also gleich groß oder größer? Aber was ist, wenn er kleiner ist? Dann fühlt man sich irgendwie unwohl. Ihr wollt euch beschützt fühlen, ne? Ich will jetzt so einen Arm nehmen können. Irgendwie. Fühlst du dich beschützt? Ja. Ja, gut. Aber nicht, dass dir gleich der Stab im Arsch steckt. Da hast du das gesehen? Kannst du mal ein Stück zur Seite gehen? Das Ding habe ich schon gleich bei dir verschwunden gesehen, du. Schwuppsdiwupps ist das weg. Ich heiße Marc. Und du? Johanna. Ja. Das ist ja wirklich mein absoluter Lieblingsname. Ne? Darf ich dich Jörg annehmen? Mhm. Wir sind nur heute noch da. Ich weiß, ich bin auch nur noch heute da. Wirklich? Wo gehst du denn hin? Zu dir. Nach Serbien muss ich noch. Nein, nach München. Ich muss nach München, ja. Komm, gib mir nochmal an, ich bin da. Oh. Wie wichtig ist den Frauen die Größe bei Männern? Größe so? Ja. Ja, die Körpergröße, selbstverständlich. Also ist klar. Nicht wichtig. Oh, du bist einer der wenigen, die das sagt. Ja, ich bin ja auch klein. Ja, da geht's ganz viel Spaß. Sehr unangenehm nah irgendwie sein Geschlechtsteil. Was hatte er auch an? War das eine Boxershorts oder war das eine Badehose? Das ist meine absolute Lieblingsseite. Ich bin jeden Tag locker dreimal drauf. Ich weiß, ich hoffe, ihr kennt mich auch. Bist du Pornodarstellerin? Ja, Mann. Ich sag jetzt nicht meinen Namen, aber wer mich kennt, der kennt mich. Ah, ich bin mehr so der Amateurtyp. Voyeur, Beachvoyeur und so. Okay, beim Pornostelle. Nein, Mann, ich bin Tankwart. Ich bin kein Scheiß, ich bin Tankwart. Ich habe eine Tankstelle. Aber es ist total lustig, weil ohne Spaß alle sagen, ey, willst du mit mir ein Foto machen? Ich so, ja, Pornhub! So geht das den ganzen Tag. Kein Scheiß. Wie wichtig ist dir denn die Größe bei den Männern? Das sei ja schon einfach mal unkommentiert. Also ein kleiner Typ wäre auch okay. Nee. Ich bin nicht oberflächlich, aber nee. Ist nicht so nice. Aber nein. Was trinkst du? Wodka O.
Oh. Ich sag mal, wenn meine Eltern nicht wären, hätte ich auch einen anderen Beruf. Der Hausmeister der Playa. Wer ist es? Du, dachte ich. Danke dir. Viel Spaß noch. Wünsche ich auch. That's me. Gute Seite, gute Leute. So muss es sein. Kommt an die Playa. Kauft die Produkte auch. Und schaut auf Pornhub vorbei. I'm too sexy for my love. Switzerland. YouTube-Video. Darf ich euch eine Frage stellen? Ein Millimeter größer sein als ich. Ein Millimeter? Ein Millimeter größer als ich. Also 1,80 ist okay. Ich bin 1,92. Aber schlussendlich zählt ja der Charakter. Also. Charakter, scheiße, Größe, gut bei mir. Du haust jetzt ab, Junge. Du hast schon vorhin verkackt. Doch. Die Leute gehen immer nach der Größe, glaub mir. Ich hab's aber auch mit 2 Kumpels im YouTube-Kanal. High Low Gout. Was bringt ihr da? Digga, alles. Irgendwie, also jetzt ein Malle-Vlog auf jeden Fall. Ich werde ihn verlinken. Wie heißt der nochmal? So Leute, das war jetzt mal wieder die Straßenumfrage. Ich befinde mich wie am Anfang hier in der Schinkenstraße. Hab die Frauen gefragt, wie wichtig ist euch denn die Größe bei uns Männern? Schreibt bitte mal in die Kommentare, was soll ich als nächstes hier auf Mallorca für eine Frage stellen? Mein Name ist Marc Eggers. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Vielen lieben Dank auch an Serge, dass er mitgekommen ist. Auch alles verlinkt unten in der Infobox. Das war's, es hat wieder enorm viel Spaß gemacht. Seht's wirklich alles mit einem... Da ist er nochmal reinkommt. Ne. Werner, seht's auf jeden Fall alles immer mit ein bisschen Humor. Ich habe Spaß gehabt, danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Marc Eggers, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace. Out. Oh, no, ja, da, ja, ja, oh. Ich fehl durch die Scheibe hier. Ich fehl durch die Scheibe. That's me. Gute Seite, gute Leute. High Low Guards.